Was bedeutet für Sie, als Tochter einer Minderheit zu sein? Puh, was bedeutet das? Ich meine, es bedeutet natürlich ganz viel, aber es bedeutet erst einmal, dass die Sprache nichts Gesichertes ist, sondern dass man sie immer wieder neu entdecken muss, dass es keine Sicherheiten im Leben gibt. Das bedeutet es ganz bestimmt. Ich habe ganz viele Freunde, die eben aus einem kulturellen Umfeld sind, die eben mehrsprachig sind. Das bedeutet für mich, aufmerksam zu sein, was politisch passiert bezüglich der Migration, Emigration, die Veränderung der Gesellschaft. Das ist für mich, da muss ich gar nicht überlegen, das ist für mich Teil meines Lebens, da immer offen zu sein und sich zu fragen, was passiert gerade, auch auf der politischen Ebene. Jetzt werden wir über die Verschärfung des Asylgesetzes abstimmen. Das ist für mich natürlich ganz klar, dass ich dagegen bin. Politische Fragen, die die ganzen Migrationsdebatten betreffen, die verfolge ich vermutlich genauer als andere. Ist die deutsche Sprache eigentlich Ihre Sprache inzwischen? Ja, auf jeden Fall. Ich habe Deutsch studiert und Geschichte studiert. Ich habe, seit ich lesen kann, habe ich auf Hochdeutsch gelesen. Und das ist meine Sprache geworden, auf jeden Fall. Also ich habe Deutsch sehr, sehr gerne, wirklich. Es ist meine Sprache des künstlerischen Ausdrucks geworden.